طيب المقدمة، also wir nehmen nochmal von neu das Vorwort. تقول مقدمة وخاتمة. نعم، مقدمة Vorwort. الكتاب وخاتمة الكتاب. Vorwort und Abschluss des Buches. ثم تفسير التوحيد. Die Erläuterung des Ein-Gott-Glaubens. الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. Die Beweise und Argumente für die Ungültigkeit der Anbetung anderer außer Allah. سبب وقوع الشرك في سبب وقوع الشرك. Der Grund dafür, dass überhaupt Götzendienst passiert ist. الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة. Die Antwort auf diejenigen, die sagen, dass kein Götzendienst in der Nation oder in der arabischen Halbinsel passieren kann. الأعمال الشيطانية. Die Taten des Satan. أعمال القلوب. Die Taten des Herzens. وجوب الإيمان بالأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. Die Pflicht des Glaubens an die Namen und Eigenschaften Allahs zu glauben. أمثلة وأنواع للشرك الأصغر والمناهي اللفظية والألفاظ الشركية. Und Beispiele über den kleinen Schirk und verbotene Sprichwörter oder Wörter, die einen in den Götzendienst treiben. ثم الخاتمة. Und danach der Abschluss. من يعيد لهذا الأقسام عشر. Wer wiederholt diese 10 Teile? نعم. مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب. نعم. وتحتوي على 5 أبواب. Also als erstes nochmal das Vorwort des Buches, das wieder auf, aus 10, aus 5 anderen Vorworten besteht. نعم. تفسير التوحيد وتبيين التوحيد. نعم. Zweitens die Erläuterung des Ein-Gott-Glaubens. ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. نعم. Die Beweise und Argumente für die Ungültigkeit der Anbetung anderer außer Allah. ثم ثم أسباب وقوع الشرك حتى نجتنبها. نعم. Der nächste Teil ist die Gründe dafür, warum Götzendienst entsteht, damit wir uns davon fernhalten. ثم الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة. Danach die Antwort auf diejenigen, die sagen, dieser Schirk kann nicht in der Umma passieren oder in der arabischen Halbinsel. الأعمال الشيطانية. Die Taten des Satan kommen. أعمال القلوب. Die Taten des Herzens. الأسماء والصفات. Die Namen und Eigenschaften. المناهي اللفظية الألفاظ الشركية. Die verbotenen Wörter und die Wörter, die Götzendienst bedeuten. والخاتم. من يعيد؟ نعم. بسم الله. مقدمة الكتاب. الله يعين. طيب. إذا هذا الكتاب يحتوي على أقسام عشرة مهمة جدا. مقدمة كتاب. نعم. Also 10 wichtige Teile, Aspekte beinhaltet dieses Buch. Das erste, das Vorwort. هذه المقدمة قلنا ذكر في هذه المقدمة أبواب خمسة. ذكر الأدلة على وجوب التوحيد في الباب الأول. نعم. Und hat in diesem Vorwort 5 wichtige Aspekte genannt. Das erste ist die Beweise dafür, dass dieser Eingottglauben Pflicht ist. ثم في الباب الثاني ذكر الأدلة التي تدل على فضل التوحيد وما له من أجور عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى تشتاق، لأن هناك من ينفر عن التوحيد. نعم. Der zweite Aspekt im Vorwort ist die Beweise dafür, welche Großzügigkeit und welchen Vorrang dieser Tauhid, dieser Eingottglauben hat. Warum? Weil wenn wir das hören, dann sehnen wir uns danach, ihn umzusetzen. ذكر لك وجوب التوحيد ثم فضل التوحيد حتى تشتاق ثم أراد أن يبين لك تحقيق التوحيد في الباب الثالث حتى تحقق التوحيد لأنه وجب عليك وتشوقت إليه. نعم. Hat dir erwähnt, welchen Vorrang dieser Tauhid hat und dass es Pflicht ist. Jetzt zeigt dir, wie du ihn umsetzt. نعم. ثم بعد هذا أراد أن يبين لك أن من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك ولا بد تخاف. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه فأنت من باب أولى. نعم. Nachdem du den Tawhid umgesetzt hast, zeigt dir, dass es genauso Pflicht ist und zum Tawhid gehört, dass du vor dem Götzendienst, also vor dem Schirk, Angst hast. Weil sogar der Prophet Ibrahim عليه السلام hatte Furcht davor. نعم. ثم في الباب الخامس ذكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن من تحقيق التوحيد الدعوة إلى التوحيد. دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
Und zum fünften Aspekt gehört, dass nachdem man den Tauhid verstanden hat und sich vor dem Schritt gewarnt hat, dass man die Menschen dazu aufruft, zu diesem Tauhid. وجوب التوحيد أنه أوجب الواجبات وأول الواجبات الأدلة عليه في الباب الأول. Also als erstes die Pflicht des Tauhid, das ist die erste und höchste Pflicht ist. ثم بين لك فضل التوحيد حتى تشتاق. Danach hat dir gezeigt die Stellung und den Vorrang des Tauhid. تشوقت الآن أراد أن يبين لك تحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد. Wenn du jetzt Sehnsucht hast nach diesem Tauhid, dann zeigt dir, wie du diesen Tauhid auch umsetzt. ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضد الخوف من الشرك. Und zu diesem Tawhid, zu dem Umsetzen des Tawhid gehört, dass du dich vor dem Schirk fürchtest. ومن تحقيق التوحيد الدعوة إليه. نعم. Und dazu gehört, wenn du den umsetzt, gehört, dass du auch dazu aufrufst. هذا هو القسم الأول كالمقدمة للكتاب. نعم. Das ist der erste Teil als Vorwort zu diesem Buch. نعم. القسم الثاني ما هو؟ Zum zweiten Teil, was ist das? تفسير التوحيد. لماذا الآن يفسر لك التوحيد؟ قال عرفت أن التوحيد واجب وتشوقت إليه ولا بد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. قال الآن أفسر أبين لك التوحيد. نعم. Und jetzt kommt die Erläuterung des Tauhid, also die detaillierte Erläuterung. Warum? Nachdem er dir gezeigt hat, dass es Pflicht ist und er einen Vorrang hat und dass viele gute Vorzüge hat bei Allah und dass man sich vor dem Schirk warnen muss, selbst will er dir zeigen, was genau dieser Tauhid ist. لكن هو فسر التوحيد بضده فسر التوحيد ببيان أنواع الشرك الأكبر. نعم. Aber was macht er hier? Der Autor erklärt jetzt den Tauhid mit dem Gegenteil, weil wenn man diesen Gegenteil kennt, diesen Götzendienst, den Schirk, dann versteht man auch, was der Tauhid ist. نعم. فالتوحيد ضد الشرك. نعم. Weil der Tauhid das komplette Gegenteil vom Schirk ist. والعلم ضد الجهل. Und das Wissen das Gegenteil vom Unwissen ist. وبهذا تتضح الأشياء. نعم. Und dadurch versteht man diese Sachen, da werden sie einem klar. ذكر في تفسير التوحيد أنواع الشرك الأكبر. نعم. In der Erläuterung des Tauhid hat die großen Götzendienste erklärt, also die großen Arten von Götzendienst. فالشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام. Und dieser große Götzendienst lässt sich in vier Teile teilen. الشرك في الدعاء. Der Götzendienst in der Bittgebet. والشرك في المحبة. Und der Götzendienst in der Liebe. والشرك في الطاعة. Und der Götzendienst in der Gehorsamkeit. والشرك في النية والإرادة والقصد. Und der Götzendienst in der Absicht und im Willen und in der Beabsichtigung. نعم. كم؟ وهي. الأول. شرك الدعاء. عشان ما أحد ينام. نعم. نعم الشيخ الأول الشرك في ماذا؟ الشرك في الدعاء. نعم. Der erste ist der Götzendienst in dem Mitgebet. الثاني الشرك في الطاعة. والثالث الشرك في المحبة. والرابع الشرك في النية. نعم. Und das zweite war der Götzendienst in der Anbetung, also in der Gehorsamkeit. Der dritte war in der Liebe und der vierte war in der Absicht. هذه أنواع الشرك الأكبر. كم أقسام؟ أربعة. نعم. Und das sind die vier großen Arten des Götzendienstes. طيب. شرك في الدعاء بأن يعبد غير الله. دعاء عبادة. يصلي، يصوم، يحج لغير الله. هذا شرك في الدعاء. نعم. Und jetzt zu diesem Götzendienst in dem Bittgebet ist zum Beispiel, dass jemand anderen anbetet außer Allah. Wenn zum Beispiel betet oder fastet oder schlachtet für jemand anderen außer Allah, dann hat hier dadurch ein Schirk im Bittgebet. أو يطلب شيء من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. Oder dass etwas von jemand anderen verlangt außer Allah, was nur Allah kann. يطلب الولد. Er verlangt zum Beispiel ein Kind zu kriegen. إنزال الغيث. Oder dass regnet. الرزق من غير الله سبحانه وتعالى. Oder die Versorgung von jemand anderen außer Allah. هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. حكم هذا.
شرك أكبر. نعم. Und das sind Sachen, die kann nur Allah erfüllen und er bittet sie von jemand anderem. Also ist das was ein großer Schirk. الثاني شرك في المحبة. Das zweite ist der Schirk in der Gehorsamkeit. يحب غير الله محبة مساوية لله سبحانه وتعالى أو يحب غير الله أكثر من حب الله سبحانه وتعالى. Es ist, wenn er zum Beispiel der Götzendienst in der Liebe ist, wenn er jemanden so viel liebt wie Allah liebt oder wenn er jemanden mehr liebt als Allah. الثالث شرك الطاعة. Der dritte ist zum Beispiel der Götzendienst in der Gehorsamkeit. يعتقد أن القوانين والطواغيت والأحكام التي تأتي من الناس يعتقد هذا أنها أحسن من حكم الله وأن حكم الله لا يصلح. نعم. Wenn er zum Beispiel daran glaubt, dass die Gesetze oder die Urteile, die von den Menschen kommen, besser sind als die Gesetze von Allah und er will nicht das Gesetz von Allah, das ist auch ein großer Schritt. لكن إن اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد لكن قدم حكم القوانين لحب رئاسة أو منصب أو غير هذا كفر أصغر كفر دون كفر. نعم. Doch wenn er weiß, dass das Urteil Allahs und das Gesetz Allahs das Beste ist und das, was den Menschen nutzt, aber er nimmt das Urteil und Gesetz der Menschen aus politischen Gründen oder aus finanziellen Gründen, um davon etwas zu bekommen, dann ist das ein kleiner Kufr. شرك في النية. Der Schirk in der Absicht. يعني لا ينوي العبادة لله. ينوي كل العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. Das bedeutet, dass er die Absichten in den Taten nicht für Allah macht, sondern alle seine Absichten sind für andere außer Allah. نعم. أيضا ذكر المؤلف في هذا القسم الذبح لغير الله محبة وتعظيما كالذبح للجن ولأصحاب القبور. نعم. Und genauso hat der Autor in diesem Teil erwähnt, dass wenn man schlachtet für andere außer Allah, wie zum Beispiel für die Gräber oder die Toten, dann ist das auch eine große Art von Schirk. وذكر ما يصنع كثير من الناس هدانا الله إياهم من المسلمين من تعليق أشياء. نعم. Und er hat erwähnt, was viele Menschen machen, viele Muslime, möge Allah uns und sie recht leiten, wie zum Beispiel Sachen aufhängen. رأس الثور. Dass der Teil, sie hängen den Kopf des Bullen auf. يضع على المنزل رأس الثور. Er tut zum Beispiel auf seinem Haus das einen Bullenkopf drauf. أو أسد. Oder einen Löwen. أو حوت سمك. Oder Fisch. أو نعل قديمة. Oder alte Schuhe. أو حافر الفرس. الحديدة هذه اللي تكون في رجل الفرس. Oder die Hufeisen des Pferdes. أو كف. Oder die Hand. أو عين. Oder das Auge. أو خرزة زرقاء. Oder ein blaues, dieses Nazar, Auge. أو بعض الخرق السوداء. Oder manche schwarze Tücher. أو يضع على باب المنزل بعض الأشجار. نعم. Oder tut ein paar Zweige oder kleine Bäume. أو يكتب بعض الكتابات. Oder schreibt irgendwelche Sachen drauf. مثلا عين الحسود لا تسود. نعم. Er schreibt zum Beispiel auf, das Auge des Neidenden wird niemals erfolgreich sein. إذا اعتقد أن هذه الأشياء هي المؤثرة بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضار هذا شرك أكبر. إذا قال رأس الثور هذا هو الذي يطرد الجن والشياطين بذاته. نعم. Wenn er daran glaubt, dass diese Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, die er auf sein Haus aufgestellt hat, dass diese Sachen ihn beschützen und dass diese Sachen Nutzen bringen oder Schaden abwenden, dann ist das ein großer Schritt, ein großer Götzendienst. Wenn er zum Beispiel sagt, der Kopf von diesem Rind, das ist der selber vertreibt die Satan und Dämonen. Oder Allah جعل الله سبحانه وتعالى أسباب لدفع العين. نقول هذا شرك أصغر لأن الله لم يجعلها سبحانه وتعالى أسباب لدفع العين. نعم. Aber wenn er sagt, die selber vertreiben das nicht, sondern Allah hat es zu einem Grund gemacht, dass die Satane und Jinn nicht in das Haus reinkommen, dann ist das ein kleiner Schirk, weil Allah hat das nicht so vorgeschrieben. طيب كيف؟ قال يقول لك كيف؟ أحافظ على بيتي وعلى أولادي وعلى سيارتي
من العين. نعم. Jetzt fragt dich aber, wie kann ich mein Haus und meine Kinder und mein Auto davor schützen, vom Auge getroffen zu werden? نقول تحافظ عليها من العين بماذا؟ بالشرك. لو تتلف هذه الأشياء ولو تموت الدواب وكذا أحسن من أن تقع في الشرك. نعم. Wir fragen ihn, willst du diese Sachen beschützen, indem du Schild machst, indem du Götzendienst machst, dass dein Haus und die Kinder und das Auto kaputt gehen, ist besser, als dass du in Schild reinfällst. لأنه لو وقع عليها شيء ورضيت بقضاء الله وقدره لك ماذا؟ لك الرضا من الله سبحانه وتعالى. نعم. Wenn deinem Haus oder deinen Kindern oder dem Auto etwas passiert und du zeigst dich geduldig und zufrieden damit, dann wird Allah mit dir zufrieden sein. وهل الذي يضع هذه الأشياء في سيارته لا يصيبها شيء؟ Denkst du etwa, dass diejenigen, die diese Sachen in ihren Autos aufhängen, dass diesen Autos nichts passiert? لا. Im Gegenteil. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان له دواب وأولاد ودار؟ نعم. وضع هذه الأشياء؟ لا. هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن تشرع للأمة؟ نعم. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte auch ein Haus und Kinder und Reittiere. Hat er darauf etwas aufgehängt? Nein. Also bist du etwa besser als der Prophet, dass du da Sachen aufhängst? فأنت الآن بين خيارين. إما أن تجعل هذه الأشياء يحفظها الله سبحانه وتعالى لك أو ترجع إلى هذه الأشياء وتجعلها تحفظ شيء والله لن تحفظ. نعم. Du stehst jetzt vor einer Entscheidung. Entweder du überlässt den Schutz von allem, was du besitzt, Allah, und dann wird das beschützt. Oder du überlässt es diesen Sachen, die du aufhängst, und sie werden nicht beschützt. Und genau auch in diesem Teil, in diesem Aspekt erwähnt er auch diese Heilmethode der Ruqya. Ruqya تنقسم إلى قسمين. Ruqya شرعية وRuqya شركية. نعم. Und diese Ruqya, diese Heilmethode lässt sich in zwei Teilen. Der eine Teil ist der gesetzliche Teil, und zwar das, was Allah vorgeschrieben hat. Und der andere Teil ist Götzendienst, also Schirk. الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاث حتى تكون شرعية. وإلا فهي رقية شركية. نسأل الله السلام. نعم. Die erste Ruqya, die erlaubt ist und die von Allah gewollt ist, die muss drei Bedingungen erfüllen, damit sie richtig ist. Wenn nicht, dann ist das wieder ein Götzendienst. نعم. الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. نعم. Die erste Bedingung ist, dass die Ruqya gelesen wird aus dem Buch Allahs oder aus der Sunna des Propheten صلى الله عليه وسلم oder mit den Namen und Eigenschaften Allahs, wenn man zum Beispiel Bittgebete spricht. نعم. من الكتاب يقرأ الفاتحة على نفسه. نعم. Vom Buch Allahs ist, wenn er zum Beispiel die Surah Al-Fatiha, die eröffnende Surah, über sich selber liest. من السنة يقول أعوذ بكلمات الله التامات. Und von der Sunna, wenn er zum Beispiel dort die Heilmethode nimmt, dann sagt er, ich suche Zuflucht mit den vollkommenen Worten Allahs. نعم. بأسماء الله وصفاته يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي. نعم. Mit den Namen und Eigenschaften. Wenn er damit die Heilmethode macht, ist, wenn er seine Hände hebt und sagt, oh Allah, oh du Lebendiger, oh du Beständiger, nimm mir meine Sorgen weg und die von meinem Bruder. هذا الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة الصحيحة أو بأسماء الله وصفاته. Das war die erste Bedingung, und zwar, dass diese Heilmethode der Rukia gemacht wird mit dem Buch Allahs oder die Sunna des Propheten oder mit den Namen und Eigenschaften Allahs. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع. يعني يتكلم بكلام واضح وكلام يسمع وكلام يفهم. نعم. Die zweite Bedingung ist, dass das, was in dieser Ruqya gesprochen wird, in dieser Heilmethode gesprochen wird, Wörter sind, die verstanden werden, die einen Sinn machen und die jeder hört. يعني الآن لابد إذا أراد أن يقرأ الإنسان نسمع هذا الكلام ما يقرأ بصوت منخفض. نعم. Also wenn jetzt jemand Ruqya macht, dann muss er so laut sprechen, dass man das hört und versteht. وكلام مفهوم. لأنه قد يتكلم بكلام لا نفهم ويقول نقول اسمع. إما أن نفهم ما تقول أو نقول عنك ساحر. نعم. Und das zweite ist, dass er etwas spricht, was wir verstehen. Nicht, dass er vor sich hinrattert
und versucht uns etwas zu sagen. Wenn er das macht, dann sagen wir ihm entweder du sprichst etwas, was wir verstehen, oder wir sagen, dass du ein Zauberer bist. وقد يأتي بأشياء هي أسماء للشياطين أصلا. يعني يأتي بأشياء وينادي بأسماء ليست من أسماء الله. هي أسماء لمن؟ للشياطين يناديهم. نعم. Und es kann sein, dass mit Sachen kommt, die eigentlich die Namen der Satan sind, die Namen von Shaitan sind und nicht die Namen von Allah. هذا هو الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع. نعم. Und das war die zweite Bedingung. Und zwar, dass diese Rukya, die Heilmethode, gemacht wird mit Wörtern und Sätzen, die verstanden werden, die gehört werden und die einen Sinn machen. الشرط الثالث أن نعتقد أن الرقية سبب والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار. لأن بعض الناس يعتقد أن الراقي هو المؤثر بذاته وهو الذي يشفي المرضى. نعم. Die dritte Bedingung bei der Rukya ist, dass wir daran glauben, dass diese Rukya nur ein Grund dafür ist, dass Allahs Heilung kommt. Denn es gibt leider viele Menschen, die daran glauben, dass derjenige, der über dich diese Ruqya macht, dass derjenige, in dessen Hand die Heilung ist, obwohl sie nur bei Allah ist. Ja, طيب, نراجع ما أخذنا ونختم الدرس اليوم. إن شاء الله تعالى ونبدأ بعد صلاة العصر. ماذا أخذنا؟ أخذنا هو كتاب توحيد العشرة. أخذنا أن هذا الكتاب نستطيع أن نفهرس ونقسمه إلى عشرة أقسام والأبواب في كتاب التوحيد 67 باب. نعم. نعم. Und wir haben also heute durchgenommen, dass dieses Buch sich in 10 Teile teilen lässt, aber darin gibt es insgesamt 67 Aspekte. فأي كتاب تريد أن تفهم أو تعرف محتوى الكتاب لابد تنظر إلى الفهرس. مجرد ما تقتني كتاب من الكتب أقل ما تقرأ فيه المقدمة والفهرس. نعم. Jedes Buch, wenn du willst wissen, was da drin steckt, dann musst du mindestens das Vorwort lesen und das Inhaltsverzeichnis. نعم. قلنا المقدمة فيها أبواب خمسة. وهي وجوب التوحيد. ثم فضل التوحيد حتى تشتاق. ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق. ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضده ومن تحقيق التوحيد الدعوة إليه. نعم. Wir hatten gesagt, dass das Vorwort aus 5 Teilen besteht. Und zwar die Pflicht des Tawhid. Und als nächstes die Vorzüge des Tawhid. Als drittes das Umsetzen des Tawhid. Als viertes die Furcht vor dem Gegenteil des Tawhid. Und das ist der Schritt. Und das fünfte war, dass man dazu aufruft. نعم. عشر أقسام. عشر أقسام. ما هي؟ القسم الأول. القسم الأول المقدمة. طيب. نعم. المقدمة. وقلنا آخر قسم هو الخاتمة. نعم. Das Vorwort und dann das letzte Teil, der letzte Teil ist der Abschluss. نعم. تفسير التوحيد. وقلنا فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء. وفي هذا القسم ذكر أشياء منها. نعم. Wir hatten gesagt, der zweite Teil ist die Erläuterung des Tawhid. Und wir haben gesehen, dass der Autor den Tawhid erklärt hat durch das Gegenteil, weil dadurch wird das klar. نعم. منها. أنواع الشرك الأكبر الشرك في الدعاء والشرك في المحبة والشرك في الطاعة والشرك في النية والإرادة والقصد. نعم. Wir haben erwähnt die vier großen Aspekte des Schirk. Und zwar, dass man zum Beispiel Allah etwas beigesetzt in Bittgebet oder in der Gehorsamkeit oder in der Liebe oder in der Absicht. نعم. أخذنا أن المؤلف ما أتى في كتابه إلا بما قال الله. أن مميزات من مميزات هذا الكتاب أنه لم يأتي بشيء من كلامه. كل ما في هذا الكتاب أدلة من كتاب وسنة وقال السلف الصالح. Wir haben auch gesagt, dass der Autor mit Allah im Barmherzig sein nichts von sich selber ausgebracht hat, sondern alle seine Beweise von Allah und dem Gesandten stammen. نعم. أخذنا أنه أردنا شيئا مطلوبا من الله وليس من أحد. أنه ما يمكن
أن نعتقد أن لأحد شيء من جلب المنافع أو دفع المضار. الذي بيده دفع جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم. Wir haben auch gelernt, dass das Bringen von Nutzen oder das Abwenden von Schaden nur von Allah sein kann und wir das von keinem anderen verlangen dürfen, der das nicht kann. نعم. أخذنا أن الرقية تنقسم إلى قسمين شرعية وشركية. نعم. Wir haben heute auch gelernt, dass die Heilmethode der Rukya sich in zwei Teile teilen lässt: eine gesetzliche, vorgeschriebene und eine verbotene, die Schirk ist. فالشرعية لابد فيها من شروط ثلاث. اختر شرط واحد تنتقل من الشرعية إلى الشركية. نعم. Und diese gesetzliche, vorgeschriebene, gute Heilmethode, sie hat drei Bedingungen. Wenn eine dieser drei Bedingungen fehlt, wird aus ihr wieder eine Rukya, die Schirk ist. نعم. الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت ما بالدعاء. نعم. Wir hatten gesagt, dass die erste Bedingung von dieser Rukia, der erlaubten Rukia, die ist, dass das, was gesprochen wird, entweder vom Buch Allahs oder von der Sunna des Propheten oder die Namen und Eigenschaften Allahs enthält. الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية لأنه لا يوجد عندنا رقية باللغة الألمانية باللغة الكردية باللغة الهندية لا يوجد. نعم. Die zweite Bedingung ist, dass das, was in dieser Rukya gesprochen wird, alles verstehen werden muss und dass es Sinn macht und dass es gehört werden muss. Und dass es muss auf Arabisch sein. Es gibt keine deutsche oder kurdische oder andere sprachige Rukya. Es muss auf Arabisch sein. إِلَّا إِذَا كَانْ مِنْ بَابَ الدُّعَى هَلْ يَصِحْ لمن لا يعرف اللغة العربية أن يدعو بلغته؟ يعني هذا يريد يدعو باللغة الكردية وهذا يدعو باللغة الهندية وهذا يدعو باللغة الفارسية مثلا وهذا يدعو باللغة الألمانية وهذا يدعو باللغة الإنجليزية. يصح؟ يصح بشرط واحد ألا يغير الأسماء الحسنى، يذكر أسماء الله كما هي باللغة العربية، يقول يا الله ثم باللغة الفارسية وباللغة الكردية وبالإنجليزية يقول ارزقني، لا يضر. مفهوم؟ إذا لا يصح أن ينادي الله إلا باللغة العربية بأسمائه، يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم. نعم. Es ist erlaubt für denjenigen, der die arabische Sprache nicht hat, dass er auf seiner eigenen Sprache diese Bittgebete spricht. Aber wenn die Namen und Eigenschaften Allahs vorkommen in dieser Ruqya, dann muss er sie so nennen, wie sie sind. Also er muss Allah sagen, er muss Qayyum sagen, er darf nicht die Übersetzungen davon nehmen. نعم. لأن قاد مثلا ليست من أسماء الله. خداي مثلا ليست من أسماء الله. نعم. Zum Beispiel, Gott heißt auf Kurdisch Khudai. Und das ist nicht von den Namen Allahs. So muss man Allah persönlich anrufen. نعم. طيب الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Und die dritte Bedingung war, haben wir gesagt, dass diese Rukya nur ein Grund ist, eine Ursache, aber die Heilung selber kommt nur von Allah. طيب نكتفي بهذا المقدار بعد صلاة الظهر بإذن الله تعالى نكمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.